Ja, heute ist mein Geburtstag. Ich bin ja 38 geworden. Und es war wirklich ein aufregender Tag und wir sind zu nichts gekommen, auch gar keinen Kaffeeklatsch gemacht. Because it's your birthday, guck mal, was ich für dich gemacht habe. Oh, wie toll. Ich habe eine Bowle für dich gemacht, ich habe eine Bowle für uns gemacht. Ja, ich sage genau. Jetzt hole ich nochmal einen Schöpflöffel, ne? Ach, ja, eine Kelle brauchen wir ja auch, ja. Die hier. Okay, Frau Ebert, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dolly. Happy birthday to you. Oh, jetzt sitze ich falsch. Das ist doch, hast du die Bowle gemacht? Ich habe die Bowle gemacht. Ich habe sie gerade gemacht. Ja, toll. Das war ganz schnell. Das war die schnellste Bowle. Das hat ein paar Minuten gedauert. Ne? Ja, genau. Ja. Super. Die ist gut. Da haben wir Erdbeeren drin und Kiwis drin. Ja, und wir haben ja heute keinen Kaffeeklatsch gemacht. Ne? Genau, deshalb machen wir Bowlenklatsch. Ja, machen wir jetzt Bowlenklatsch. Kurz, aber gar fein. Möglich, ja? Mit vielen Anrufen, wie das so ist bei Geburtstagen. Ja, genau. Und leider kann das Geburtstagskind sich ja auch nicht ausruhen, sondern hat Essen gekocht und so weiter. Du hast sogar gekocht, ne? Was ist eigentlich, ja. Aber du hast mich ja auch verwöhnt. Ja, ein bisschen. Und hast mir so ein tolles neues Telefon. Ja, genau. Ne? Also wenn du jetzt anrufen am neuen Telefon. Ja, ne? Das genau. Klingt ganz anders. Ne? Mhm. Anester. Ja, Anester. Gibt es denn auch einen Stecher für mich? Hier ist ein Stecher. Bitteschön. Ja. Das klingt so ein bisschen komisch. Ne? In diesem Sinne, ne? Alles Gute nochmal für die nächsten 38 Jahre. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und ja, zum Wohle. 38 Jahre. Ne? Man denkt natürlich wunderbar. An so einem Tag an die Vergangenheit, denkt man, an die Kinderzeit. Mhm. Ich hatte ja eigentlich eine schöne Kinderzeit. Auch mit vielen Problemen, weil ich auch genauso wie du so ein Rebell war. Ein Rebell, ja. Mhm. So ein Dickkopf, ja, ne? So ein Sturer. Ne? Als Bauerntochter zum Theater, ist ja auch nicht ganz ohne. Nee, da haben deine Eltern auch ja, und die haben, glaube ich, interessant darauf reagiert, ne? Die haben gelitten. Ja. Ich habe ja was gemalt. Ich habe mein Bauernhaus. Was hinter uns, mein ne? Bauernhaus, ne? Also ich bin hier bin ich geboren. Aha. Hier im Fenster, da bin ich geboren. Mal. Wow. Ja, und das sieht ja schön aus, ja. Und dann hat man mir immer erzählt, dass meine Mutter Erdbeeren gebracht bekommen hat von den Nachbarn. Und es war ein wunderschöner Tag, sehr viel Sonne, was ja heute überhaupt nicht war. Nee, sieht ja schön aus, sieht schön aus, ne? Die Felder, ja. Kornfelder, ne? Ja, Kornfelder. Ja. Das war Pyritzer Weizsäcker, sagt man. Sag mal, wo genau war das? Behlitz, Kreis Pyritz. Aha. In Pommern. Pommern, ja. Ja. Und da warst du dann noch mal, hast du das nochmal besucht, ne? Ich habe das nochmal besucht. Aha. Und da sind ja jetzt die Polen. Und ich werde es nie vergessen. Wir hatten denen so einiges mitgebracht, weil die Polen ja Probleme mit dem Essen haben. Mit Dingen wie Kaffee und so, ja. Aber die haben uns keinen Platz angeboten, das war ganz merkwürdig. Weil die gedacht haben, wir wollten den Bauernhof wieder haben, Christoph. Das ist bestimmt nicht unsere Absicht gewesen. Richtig, ja. Ich mit meinem Bruder. Naja, aber es war eigentlich eine schöne Kinderzeit. Glaube ich, ja. Und dann wurde die ja vertrieben, ne? Ja, dann wurde der vertrieben. Und dann ging es also in Richtung Hannover, wo ich dann zur Schauspielschule ging. Das heißt Akademie für Musik und Theater. Und du warst also schon ziemlich in jungen Jahren, als du dich da durchgesetzt hast und gesagt hast, ich möchte Schauspielerin werden. Und dein Vater hat das, wie hat der das? Ja, furchtbar fand er das. Der fand das schlimm. Mutter war, glaube ich, ein bisschen offener, oder auch nicht so? Überhaupt nicht, nein. Keiner. Nur die Lehrer haben versucht, meinen Vater umzustimmen und zu sagen, ihr muss das, weil ich immer sehr gerne und sehr gut angeblich Gedichte vorgetragen habe. Das hat mir immer Spaß gemacht. Da haben die Lehrer gesagt, den muss zum Theater. Richtig, ja. Aber eigentlich hat mein Vater und meine Mutter das nicht so befürwortet. Ich höre mal, damals natürlich, war das Schauspiel, ja. Das war ungefähr Nutte, so ungefähr, nicht? Ja? Richtig, ja. Eigentlich möchte ich mich richtig. Aber ich habe mich durchgesetzt, ja. Und ich habe das auch bis jetzt nicht bereut, dass ich diese Richtung eingeschlagen habe. Und immer noch, ich brenne immer noch. Ja, natürlich. Selbst mit meinen 38 Jahren. 38 Jahren, ja genau, ja. Und ich bin auch sicher, du hattest ja auch heute wieder was für uns. Nee, ich habe hoffen wir doch auch, ne? Nee, ich habe was Kleines natürlich, du hast aber was. Ja, du, ich habe als, weißt du, was ich als Kind immer gesungen habe, so ein Kinderlied habe ich immer gesungen. Das, ja, Moment. Ja, das, aber das jetzt werde ich das in die Vergangenheit einsetzen. Mein Käfer flieht, dein Vater war im Krieg, deine Mutter war in Pommerland. Pommerland ist ab
abgebrannt, mein Käfer fliegt. Hm, ist ja süß, ja, ist sehr das scharf, das geht gleich auf. Das stimmt, ja, ne? Ja. Das ist ja, ja, richtig, also ja, ja. Ja, ja. Schlimm eigentlich, ne? Ja, ja, gut. Aber Heimat ist da eigentlich, wo man sich wohlfühlt. Natürlich, ich ja, bin ja. So ja. Heimatbewusst. Also. Richtig. Aber ja. Immer eigentlich. Ich meine, ich war ja nicht nur in Hannover und ich war in Lübeck und war in Dortmund, ja, auch genauso. Das war immer meine Heimat dann. Richtig, ja. Nochmal auch in San Francisco, ne? Ja, ja, das ist eine ganz andere Sache, ne? Ja. Christoph, ja, ne? Ja, ja, genau. Kinder, der jetzt ja wieder zu Hause ist, der ne? Der wieder ja. Zu Hause ist. Ja. Ja, und die schöne Heimat ist ja hier auch, dieses Zuhause. Ja, ne? Da bist ja, du jetzt schon ja, nach ja. Also längerer Zeit. Das ist Zeit, schon ne? Ja, ja. Als Heimat geworden. Mhm, also ich bin nicht so. Gut, mal, da sind meine Wurzeln, ne? Ja, genau, ja. Und ich würde auch sagen, all das, was ich an Kraft habe, das habe ich aus diesen Wurzeln, aus diesen pommerschen Wurzeln. Mhm, mhm. Die scheinen doch sehr gut zu sein. Ja, ja, das, ja, ja? Genau, ja, ja, richtig. Ja, ja, ja. Gut zu sein. Mhm. Die Pommern. Mhm. Dein Mann hatte ja andere Wurzeln, ne? Ja, Ostpreußen. Ja, ja, ja. Die, war auch schon. Ist eine interessante Verbindung, ja, die pommersche Seite und die Ostpreußen. Ne? Aus Insterburg. Insterburg, ja. Ja, Insterburg, ja. Könnte ich auch interessante Geschichten erzählen, ne? Mhm. Ja. Ich erinnere mich immer noch daran, wie das immer vor und zurück ging, wie er so ein bisschen sehr genau war, ne? Und wenn man sich was geliehen hat, muss das genau an den Platz zurückkommen, wo man das weggenommen hatte, und wenn das nicht der Fall war, dann wurde er schon ein bisschen ärgerlich, sagen wir mal so. Ja, 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 ja. Ja, und du warst ja auch immer ein bisschen so mehr, das ist sieht man nicht so eng, ne? Das ist nicht so ja, ja. Unglaublich wichtig, ne? Nein, nein. Aber dadurch entstehen natürlich die Streitereien. Richtig, ja, genau. Ja, ja. Weißt du, eigentlich Vater und Mutter müssen auf seinem Strang ziehen. Mhm, weißt du? Mhm. Und in dem Moment, wo das nicht so ist, das müssen die Kinder natürlich verdammt auch. Natürlich, ja, ja, genau. Richtig. Ach, das ja, ist also nicht gut. Genau. Genau, aber das haben wir auch nicht geschafft. Und da werden Kinder auch verwirrt irgendwie. Die wissen dann nicht genau, was jetzt los ist, ne? Weil die wollen ja auch, ich glaube, Kinder wollen ja auch immer, dass das Frieden herrscht. Mhm. Ja, dass sich die Eltern verstehen. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es doch oft so, dass Kinder sich da manchmal die Schuld geben. Die sagen, was habe ich jetzt gemacht? Ne? Manche? Ja, das läuft ja so. Ja. Die denken immer, mhm. Ja, weil... Ja. Kann ich sagen. Ja. Ja. Hast recht. Mhm. Ja. Ja. Die ist aber lecker, die Bohle. Die ist sehr lecker, ja. Ja. Ja, leider können wir hier euch nichts anbieten, aber im Geiste seid ihr dabei. Ja. Ja. Wir wollten ja auch nur mal kurz machen, weil es ist ja schon spät, ne? Wir haben ja schon 7:30. Ja, ich bin auch ziemlich fertig. Ja, ich auch ein bisschen, ne? Ja, ja, war viel los, ne? Aber gut, ne? War schön, ne? Und wir sind bereit. Man wird auch nicht umsonst 38. Ja, das ist richtig, ja, genau. Und dann warten wir mal auf die 39, ne? Naja. Ja, ja, ja. Nee, dann kommt ja erst... Nee, das kommt in die 48. Ja, 48. 48, ne? Ja, 58, 68, ja, ja, genau, ja, richtig, ja. Du durchlebst das alles nochmal. Ist doch toll, ne? Dann nehme ich mir nochmal ein Schlückchen. Ja, dann sagen wir erstmal tschüss. Dann sagen wir schon mal tschüss, ja, genau. Und ja, alles Liebe und Gute. Und ja. Dir auch nochmal auf das neue Lebensjahr, ne? Danke, Mann. Viel Kraft, Gesundheit, ne? Alles klar. Und euch auch da draußen, wo auch immer ihr seid, ne? Ja. Alles Liebe und Gute, ne? Und bis bald mal wieder, ne? Tschüss, Grüßchen, tschüss. Tschüss.